Ja, willkommen Freunde. Wir wollen uns heute einer Frage widmen, und zwar, wie wichtig die Propionsäure ist. Propionsäure ist so eine kurzkettige Fettsäure. Na, hier sieht man die Strukturformel. Wurde vor so 170 Jahren, grob gesagt, von einem französischen Chemiker gefunden. Und dann hat man gesehen, dass auch Bakterien, nützliche Bakterien in unserem Darm, auch Propionsäure bilden. Und jetzt ist es ja so, wenn wir nützliche Bakterien zuführen wollen, fehlen uns manchmal die Produkte. Und jetzt ist einfach die Frage, wenn die Propionsäure selber diese wichtige Eigenschaft hat, warum gibt man sie nicht einfach in Situationen, wo im Darm diese nützlichen Bakterien fehlen? Und da gibt es ja jetzt immer wieder Veröffentlichungen, zum Beispiel auch hier auf gesund.com. In der Forschung hat sich jetzt gezeigt, zumindest bei der multiplen Sklerose hat man den Eindruck, dass auch beim Menschen die Propionsäure bessere Verläufe macht. Aber es gibt auch andere Phänomene, wo man da schon einige Erkenntnisse hat, Schuppenflechte, Rheuma zum Beispiel. Und da sagt man sich einfach, okay, wenn die Propionsäure Lebensmittel vor Schimmelpilzen beschützen kann, das ist etwas, was man bei der Käseherstellung, bei der Herstellung von Brot auch schon traditionell berücksichtigt, können wir da auch den Menschen damit schützen. Und dann hat man eben jetzt auch einige Fachleute befragt im Immunsystem, also Fachleute, die sich mit Autoimmunkrankheit, mit Allergien beschäftigen. Und da sagt zum Beispiel ein Professor Sterry, Natrium und Calcium, Propionat, haben das Potenzial, Entzündungskrankheiten positiv zu beeinflussen. Sie können die Schutzpolizei im Immunsystem aktivieren, sagt ein Professor Gold. Und da gibt es eben einige so Beobachtungen. Zum Beispiel haben Menschen mit multipler Sklerose, was ja die bekannteste Autoimmunkrankheit ist, so einen halben Gramm Propionat am Tag genommen und haben eben Verbesserungen des Krankheitsverlaufs damit erlebt. Dann hat man es bei Diabetikern auch schon eingesetzt. Es ist sonst medizinisch unbedenklich. Also einige interessante, positive Ergebnisse. Hier ist eine dieser Studien relativ neu erschienen, wo man sagt, wenn ich Propionsäure gebe, dann kann ich eben im Immunsystem eine Verbesserung der Abläufe erzielen, sodass dann auch die Multiple Sklerose sich dadurch in der Aktivität mindert. Und jetzt ist es ja interessanterweise so, dass die Propionsäure ja chemische Ähnlichkeit mit den Schilddrüsenhormonen hat. Und man hat da im Jahr 59, also schon 50 Jahre jetzt her, hat man sich ja viel intensiver mit den Fragen beschäftigt, jodhaltige Moleküle, welche hormonelle Wirkung entfalten die? Und die Studie ist wirklich sehr interessant, ist in Alabama gemacht worden. Da hat man sich einfach mal konkret gefragt von einigen der bekannten Derivate von L-Tyroxin, also und Triiodthyronin, die ja auch im Körper vorkommen zum Großteil, ne? Also zum Beispiel gibt es hier das Triac, das gibt es als Arzneimittel sogar, das ist 3,5-3, also an diesen Stellen an einem Thyroacetat, ne? Das ist sozusagen ein Säurederivat von Schilddrüsenhormonen, das sind Triiodthyronine, das sind dann Thyroacetate. Die kommen im Körper vor, die werden auch verwendet und die haben auch hormonähnliche Wirkung. Und dann gibt es eine Variante, die so Enoxin ist, das ist das Tetrac. Und dann hat man hier noch andere gemacht, die eben mit Propionsäure gemacht wurden. Und hat geschaut, wie der Mensch das verträgt und was es macht. Und konnte also, das ist spannend, also es sind zum Teil mit einzelnen Menschen gemacht worden,
Menschen, die keine Schilddrüse haben, da hat man sich gefragt, was gebe ich denen jetzt an Hormonersatz? Und da hat man dann mit Triac, mit Triprop gemacht. Man hat dann auch zum Beispiel Thyroxin gegeben, das ist ja sozusagen die heute häufigste Therapie. Und man hat auch NDT, also getrocknete Schilddrüse, gegeben, was heute auch eine recht etablierte Therapie ist, ne? Vollschilddrüse oder Schilddrüsenextrakt als Hormonersatz. Und im Grunde genommen konnte man mit all diesen Mitteln eine Unterfunktion verbessern, von den Laborwerten her, auch vom Befinden her. Also man konnte Unterfunktionsbeschwerden damit beheben. Und das war wirklich hochinteressant, sodass einfach damals in der Studie gefragt wurde, was ist eigentlich dann die beste Form von Hormonersatz? Und da stellt sich eben raus, dass man auch mit Propionsäure an die, das muss man mal einschränkend sagen, jetzt Jodmoleküle gekoppelt sind, auch schilddrüsenhormonartige Wirkung haben kann. Der Effekt ist in manchen Bereichen stärker, also zum Beispiel Cholesterin senken kann man damit sehr gut. Man kann weniger den Energiestoffwechsel anfachen damit. Also die Triac, Tetrac, das sind die Hormone, die es im Körper jetzt auch gibt. Die haben eben ein bisschen verschiedene Aufgaben als das Thyroxin oder das Triiodthyronin und ist in manchen Bereichen des Körpers eben dann wirksamer. Sodass hier ein sehr starkes Argument damals geführt wurde, zu sagen, wenn ich nur T4 oder T3 gebe, dann werde ich halt in manchen Bereichen des Körpers eine zu schwache Wirkung haben. Eine Kombination mit weiteren Unterhormonen der Schilddrüse wäre sinnvoll. Das ist völlig in Vergessenheit geraten. Es ist auch jetzt in den letzten Jahren keine Forschung mehr damit getrieben worden. Aber das ist eines der wichtigsten Argumente, die ich jetzt ins Treffen führe für die Behandlung mit Schilddrüsenextrakt, weil ich eben diese ganzen Unterhormone dort drinnen habe. Aber wenn wir zurückkehren zur Propionsäure, da muss man jetzt natürlich mal grob sagen, diese Dinge wie Tetrac zum Beispiel, ne, das ist ein Thyroacetat oder Triac oder Triprop. Ne, Triprop ist mit Propionsäure gemacht, wo drei Jodmoleküle dran sind. Das ist jetzt nicht das gleiche wie Propionsäure, die ich an sich verwende. Die Propionsäure wäre sozusagen ein Grundbaustoff, so ähnlich wie jetzt das Tyrosin, wo man dann zwei Tyrosin, also die zwei Aminosäuren zusammenkoppelt zu Triod, also zu Thyronin. Das ist die Basissubstanz von den Schilddrüsenhormonen und da könnte auch die Propionsäure eben als so eine Basis wirken. Und wenn es so sein sollte, dass im Körper dann Jodmoleküle dran gekoppelt werden könnten, dann würde das auch eine schilddrüsenhormonartige Wirkung haben. Aber das ist so nicht bekannt oder bewiesen. Was hat man noch gemacht? Also hier gibt es ein paar Beobachtungen, zum Beispiel 1995. Da hat man mal geschaut, wie das Triac, ein Thyroacetat, wirkt, wenn ich einen Patienten habe, der eben T4 genommen hat und sich nicht wohlfühlt. Dann hat man gesagt, ja, wenn ich Triac hinzufüge, dann werden einige der Schilddrüsenunterfunktionsbeschwerden damit verbessert. Und da gibt es etwas anderes, da hat man das Triac zum Beispiel auf eine Haut drauf geschmiert, wo zu viel Cortisoncreme eine zu dünne Haut eben hervorgerufen hat. Und siehe da, man konnte damit Verbesserungen machen. Alles interessante Dinge. Aber jetzt müssen wir zurückkehren zu dieser Sache hier, der Propionsäure, die Sie kaufen können, zum Beispiel von einem Hersteller wie Lebenskraft Pur. Die geben auch Informationen raus. Ich denke, dass das auch stimmt soweit, ne? Dass man sagt, folgende These: Propionsäure kommt beim Menschen auch vor im Darm, wird dort von Bakterien gebildet, hat verschiedene Funktionen im menschlichen Organismus. Die Frage ist jetzt, wenn ich die nützlicheren Bakterien in geringerem Maße habe, dann fehlt mir Propionsäure und das kann Probleme machen. Probleme, die oft auch was mit dem Energiehaushalt zu tun haben, dass Propionsäure das aktivieren kann. Ansonsten kommt nicht ganz so viel raus. Also
Man weiß halt, wenn es jetzt um das Thema Hashimoto ganz konkret geht, weiß man ja, dass Patientinnen sind es jetzt zum Großteil, die zu wenig Bakterien der Gattung Akkermansia haben. Und da gibt es noch den Streptococcus vaeonaria, dass die eher zu Hashimoto-Schüben neigen. Das ist so eine Beobachtung, ne? Dass die einfach mehr unter Entzündungsproblemen leiden. Deswegen die Idee, wenn es gelingt, diese Bakterien anzusiedeln, dann müsste sich das verbessern. Und jetzt die zusätzliche These, weil ich diese Keime nicht züchten kann und es auch kein Probiotikum dafür gibt, gebe ich einfach ihr wichtigstes Stoffwechselprodukt und das wäre eben jetzt ein Butyrat wie die Propionsäure. Dann ein anderes Butyrat ist ja Gamma-Aminobuttersäure, die zum Beispiel bei der Schlafregulation sehr wichtig ist. Laurinsäure ist jetzt noch nicht ganz so gut bekannt, aber man sagt sich, ich habe im Körper zum Beispiel Rezeptoren an der Oberfläche für Butyrate. Die Zucker- und Fettstoffwechselregulation, das Immunsystem verwendet die auch. Und könnte es jetzt sein, dass man eben Autoimmunkrankheiten gut beeinflussen kann, wenn ich einen Propionsäuremangel behebe? Ja, auf der Ebene sind wir jetzt. Wir sind nicht höher gekommen, also wir können sozusagen noch nicht klar sagen, ja, wir sehen, wenn wir Propionsäure geben, dass dann auch eine Hashimoto besser wird. Aber man hat es immerhin nachgewiesen bei Fällen von Menschen mit Multipler Sklerose. Und deswegen lässt sich die These vertreten, dass ich bei Zufuhr von Propionsäure bei Menschen, die eine sehr hohe Autoimmunaktivität haben bei Hashimoto, das müsste man eben auch nochmal mit einbeziehen in die Gleichung, dass sie sich Verbesserungen erwarten können. Und auf der Ebene steht das derzeit und ich würde deshalb sagen, wenn jemand Interesse daran hat, kann er das natürlich ausprobieren in der Dosis, die eben dann auch empfohlen wird von den Anbietern. Und ich würde das in einem Intervall von 4 Wochen machen. Ich würde zum Beispiel, wenn ich Hashimoto habe, das machen bei Menschen, die sehr hohe TPO-Antikörper haben, also über 1000 auf jeden Fall. Da würde ich die genau messen lassen und da würde ich 4 Wochen lang die Propionsäure nehmen und würde einfach schauen, was haben die Antikörper gemacht. Ja, und wenn es eine deutliche Verbesserung gibt, dann hat man da individuell, anekdotisch einen Hinweis darauf, dass das ein bedeutsamer Faktor war, dass es hilfreich ist und dass es dann auch bei Heilungsbestrebungen von Hashimoto zur Anwendung kommen soll. Soweit mein Kommentar heute dazu. Ciao.